In dem Moment, wo du einfach mal kurz davor bist, hops zu gehen und dich die Ärzte noch mal rumholen ums Eck, da überdenkst du vieles. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf im Leben. Und das war hier definitiv der Fall. Ich war zuvor Haustechniker an einer Schule und dann hatte ich einen Unfall, bei dem ich meine halbe linke Hand verloren habe. Es ist auch so, dass nach wie vor diese Bilder in meinem Kopf rumgeistern von Zeit zu Zeit. Oder man mal schweißgebadet aufwacht in der Nacht, wenn man das Ganze nochmal durchlebt. Die Anfangszeit ist natürlich eine Zeit, wo du dich komplett neu definieren musst. Dann war es so, dass der Janis Exinger, mein jetziger Kollege in der Geschäftsstelle und langjähriger privater Freund, auch vor Zeiten der ARAG, auf mich zukam. Und der Janis hat mich da in einer gewissen Weise an die Hand genommen und hat mich an dem Zeitpunkt, wo ich das brauchte, da abgeholt. Und da hat sich die ARAG aufgetan und da habe ich zugeschlagen. Die Berge sind für mich Rückzugsort und auch die ein oder andere gute Vertriebsidee ist schon mal einfach am Berg aufgepoppt aus dem Nichts. Bei der ARAG bin ich seit 1.7.2019 und bis dato sehr glücklich. Weil ich mich selbst verwirklichen kann. Es gibt keinerlei Konkurrenzkampf. Wir sind eigentlich wie eine große Familie, die sich gegenseitig stützt, auch in Zeiten, wo es bei dem einen oder anderen nicht so gut läuft. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass ich jetzt tatsächlich angekommen bin und mich verwirklichen kann. Und glaube auch, dass die Zukunft da noch vieles bereithalten wird.